Dann willkommen in meiner Welt des Neuanfangs in Rust. Aber wie gesagt, so wie ich helfen kann, haut die Fragen raus. Beziehungsweise, wie gesagt, hier sind auch Leute, die können, denke ich mal, auch die Fragen besser beantworten wie ich. Aber ich bin halt kein Profi, was das Ganze angeht. Aber es ist eh wieder dunkel. Jetzt werde ich da vorne noch ein bisschen Fässer klatschen, beziehungsweise hier die Nahrung einsacken und dann mache ich mich wieder zurück zum Haus. Das war ja eine magere Ausbeute jetzt gerade, was Steinefarm angeht, ey. Ja, ist auch meine Meinung. Also, dass es besser ist, man lockt sich aus und nirgends rumliegt. Eine weibliche Figur ist immer random, so wie ich es gerade mitbekommen habe. Weil beim letzten Mal hatte ich eine männliche Figur und jetzt habe ich auch eine weibliche Figur. Keine Ahnung, warum, weshalb. Das Bauen meinst du im Sinne von ein Haus aufbauen? Das habe ich mir eben selber erklären lassen. Du musst dir Papier zusammen craften. Für das Papier brauchst du Holz oder einen Papiermast. Aus dem Papier baust du dir eine Blaupause und diese Blaupause musst du dir unten in diese Slotbar hier unten ziehen. Und mit Rechtsklick verwenden. Da tut sich schon ein Radialmenü auf und du kannst auswählen, was du gerade setzen willst. So Foundations zum Beispiel oder Wände und so weiter und so weiter. Ja klar, darfst du gerne machen, Stormjumper. Sehr gerne. Das Benzin, das wurde mir eben auch erklärt. Es gibt so eine Raffinerie, die du dir erstellen kannst, wo du aus diesem Benzin dieses, wie heißt dieses Mittel nochmal? Jetzt muss ich selbst nochmal gucken. Brennstoff, wo du diesen Brennstoff machen kannst. So, und aus dem Benzin, das kannst du dann in diese Raffinerie liegen, machst du denn diesen Brennstoff im großen Zuge so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile auf Fahrzeuge geht. Ich habe keine Ahnung. Genauso wie war ich vorhin überrascht. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, es war ein Krokodil. Aber ob es die Krokodile gibt, keine Ahnung. Nein, Papier kannst du dir ganz normal. Du öffnest auf Tab das Menü, gehst oben auf Crafting. Und jetzt muss ich selber suchen. Hier gehst du auf ganz oben Common und dann hast du hier als zweites Papier. Da klickst du einmal drauf, dann steht da, du brauchst 50 Holz, gehst auf Craft und dann stellst du hier praktisch das Papier her. Das hier ist ein Vanilla-Server, wie ich vorhin mitbekommen habe, ja. Ist keine Mods drauf, kein gar nichts. Ich habe den ja selbst so rausgesucht. Ich habe ja PvE eingegeben. Ich wollte mich halt mal wieder ein bisschen zurechtfinden, was hier Rust angeht. Die ganzen Neuerungen angucken. Und ja, jetzt bin ich hier und habe mir jetzt so ein kleines Haus hier geschaffen. Lol. Ist jetzt meine Batterie leer oder was? Geht die Batterie leer? Ich sehe gerade gar nichts. Was geht jetzt ab? Du meinst so einen Feuerplatz? Den kannst du dir selbst erstellen. Auch in den Craft-Mini da oben. Hast du schon Haustiere? Gibt es hier Haustiere? Ich sehe gar nichts gerade, ne? Es heißt nur, ich kann abwarten. Ich habe leider keinen Brennstoff dabei, gerade wie es aussieht. Ja, Mods, wie gesagt, ich will jetzt erstmal das Vanille mir angucken. In der Hoffnung,
Seite wieder ein bisschen eher zurechtzufinden, was Rust angeht. Es ist bei mir halt schon ziemlich lange her, ne? Ah, fuck, was schmeiße ich jetzt mal kurz? Weg. Hallo? Teddy in den Garten stellen? Keine Ahnung, ob das hier geht. Schweinestall vor der Base gehabt, okay. Ja, es ist natürlich die Frage, die haben ja auch wieder ein bisschen geupdatet. Es ist die Frage, wie lange ist das her, dass du das gesehen hast? Und, ob das noch so weit aktuell ist, weißt du? Ah, das war ein anderes Lagerfeuer. Juhu! So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Brennstoff in den Helm ziehen, ja? Oh, wow. Ausziehbare Couch? Pff, gucken wir mal, Moment. Build. Hier schon mal nicht. Items. Du kannst ein Bett kannst du craften. Du kannst eine Werkzeugbank craften. Du kannst Laterne craften. Du kannst eine Hängelampe craften. Wasserfässer. Große hängende Banner. Reaktive Zielscheibe. Zweiseitige Standschild. Was haben wir hier noch? Tools. Das ist eine Sprengladung. Menge Waffen. Die Gitarre halt, aber das war's. Kannst den Ofen leer machen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Massig Steine. Alter Vater, ey, du bist ja richtig fleißig. Brennstoff, Metallsplitter. Richtig viel Holz. Alter Vater, ey. Da war einer richtig fleißig. Danke dir. Ja, wo tun wir das jetzt alles rein? Das ist die nächste Frage. Metallsplitter. Steine werde ich jetzt gleich brauchen. Ich auch gar nicht so weit wegräumen. Und natürlich das Holz. Erstmal hier rein. Hier kann man auch angeln. Moment, ihr spielt beide auf dem Modded Server, höre ich das gerade richtig, oder gibt's hier wirklich Angeln?
Nope, kenne ich beide nicht. Moment, ihr spielt auf Vanilla und da gibt es Angeln. Warum kann ich denn hier keine Angeln bauen zum Beispiel? Ich kann hier nur diese Fisch, Netze da setzen. Okay, Grigio. Gut, da hast du meine Frage beantwortet, dank dir. Die Angeln findest du nur am Hafen. Okay. Autsch. Okay, also gilt das wirklich im Modded Server, alles klar. Das beantwortet meine Frage. Wo sind die ganzen Steine schon wieder weg? Boah, Tatsache, alter Vater. Steine man hier braucht. Ja, es ist halt komisch, dass... Ich habe noch nie was von der Angel gehört, bin ich ehrlich. Egal, wie vielen Leuten ich zugucke. Ich habe wirklich noch nie was von der Angel gehört. Ja, richtig. So fast. Nur, dass du hier leider keine Ressourcen zurückbekommst. Wenn du aufrüstest. Okay, das wird's kompliziert. Der Hafen kommt erst noch, okay. Alles klar. So, was haben wir denn alles für Türen? Was denn? Blechtüren, sind die besser wie Holztüren? Oder was würdet ihr empfehlen? Panzerte Tür, Zahnrädern, hochwertiges Metall, 25. Okay, so viel hochwertiges Metall habe ich noch nicht. Aber die Zahnräder hätte ich. Okay. Wie gesagt, ich kenne halt nur das, was ich bisher gesehen habe bei anderen Leuten und Angeln. Naja, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Zellentüren reinmachen, also diese verstärkten Türen. Meinst du wahrscheinlich diese gepanzerte Türe? Brauche ich auf jeden Fall hochwertiges Metall.
gucken wir mal, was wir alles. Wie, nee, eine Zelle. Es gibt doch hier keine Zellentür. Das Einzige, das ist eine gepanzerte Türe. Außensteinmauer. Steinbruch. Blechtüre. Gefängniszellenwand gibt es. Gefängniszellentür, also so eine Gittertür. Ja, aber eine Panzertür ist doch dann besser, denke ich mal. Jetzt gehen wir kurz was ausprobieren hier. Das funktioniert, das wäre jetzt geil.